Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Heute habe ich mir mal den Markus zur Unterstützung geholt. Es geht sich um den KH-Keeper der Firma Reef Factory. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke fürs Dranbleiben und ja, ein neues Spielzeug. Ja, habe ich heute gesehen, das ist echt schick, der Teil, ne? Ja. Ich dir sagen, ne? Es geht sich im Prinzip darum, dass es dieser KH-Keeper ist ein Messgerät für unseren KH-Wert dauerhaft hier im Aquarium. Wir können dieses Gerät einsetzen von extern, von intern. Mhm. Wir kontrollieren unseren KH-Wert damit und wenn man sich die entsprechende Dosierpumpe dazu holt, kann man das Ganze dann auch noch dementsprechend nachsteuern lassen. Das machen wir allerdings im weiteren Vorfeld, also in einem weiterführenden Videos. Heute kümmern wir uns erstmal nur um den KH-Keeper. Die Dosierpumpe machen wir ein andermal. Ja, ja, Daniel, interessant finde ich das einfach, wenn du jetzt mal sagst, ich bin auch mal ein Wochenende vielleicht mal im Urlaub, mache einen kleinen Ausflug oder so mit Fräuchen. Ja, und sagst du immer, der Nachbar, na, der mit dem Messen, der hat das nicht so, finde ich das eine geile Sache. Der gleicht das auch gleichzeitig aus, ne? wenn ich die Pumpe dran mache. Ne? Es sollte möglich sein, also ich weiß es noch nicht hundertprozentig, wie gesagt, ich werde es in den Folgevideos rausfinden. Ja. Wenn ich das Ganze miteinander kombiniere, kann ich dann dementsprechend, so wie es ausschaut, wahrscheinlich auch meinen KH anpassen. Macht ja dann auch Sinn, sonst wird es ja nicht unbedingt Sinn machen, wenn ich nur messe und kann ausgleichen. Ich habe halt die Möglichkeit, tatsächlich hinzugehen, von unterwegs auf den Server zuzugreifen. Das Ganze ist serverbasiert hier. Das wird bei Reef Factory auf den Server eingebunden und kann es im Prinzip von überall unterwegs. Im Grunde genommen, wenn ich in Thailand bin, ich habe eine Internetverbindung, kann ich auf das Ding zugreifen. Genau. Ja, das ist doch perfekt. Ne? Dann habe ich eine optimale Überwachung vom KH. Das ist ja eigentlich mit der wichtigste Wert. Mit, ne? Genau, das ist das. Wenn ich hier an unsere LPS denke, gerade Euphilien oder so, die einen KH-Sturz oder ähnliches gar nicht mögen. Brauchen wir nicht darüber reden. Ne? Man muss aber auch sagen, das Spielzeug bzw. das Gerät hat seinen Preis. Also es liegt momentan so im Schnitt so zwischen 580 und 600 Euro, je nachdem wo man kauft. Okay. Ist ein stolzer Preis dafür, dass man im Prinzip dann noch die Flüssigkeit dazu kaufen muss, die Testflüssigkeit. Diese Flüssigkeit hier, dieser Liter, kostet so um die 46 bis 50 Euro, je nachdem wo man kauft. Da kriegt man insgesamt 10 Liter Testflüssigkeit raus, das muss man sich noch anmischen. Ja, wenn man das Ganze noch mit einer Dosierpumpe noch zusätzlich betreiben möchte, also sprich kombinieren möchte, muss man sich dann halt auch noch die 120 Euro für die Dosierpumpe noch dazu rechnen. Also ist ein stolzer Paketpreis, sage ich jetzt mal. Gut, aber die Lösung, ich sag mal so 10 Liter, das hält ja auch. Das ist ja, wenn ich mal überlege, was ein Test kostet, ein KH-Test. Richtig. Und ich mache da 60 Tests mit, der kostet mir auch im Schnitt zwischen die 8 bis 10 Euro, je nachdem, wo ich bestelle. Da kommst du hiermit sogar noch besser. Also mit diesem 1 Liter, wenn der angemischt ist, also 10 Liter rauskommen, kriege ich damit um die 1400 Tests raus. Die genaue Zahl blende ich euch unten nochmal ein. Ja, würde ich machen. Jeder Test liegt dann bei 3,5 Cent. Ja, das ist ja nichts. Im Endeffekt, also man kann einiges damit erreichen. Also es ist möglich, mit diesem Gerät am Tag 12 Messungen zu machen, wer es will. Okay. Ja, ich selber bin eigentlich so derjenige, so 2 bis 3 Messungen sollten ausreichen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Könnte ich denn sagen, so, ich habe jetzt meine 3 Messungen gemacht. Ach, ich will doch noch mal vorsichtshalber kontrollieren. Ich bin jetzt in Urlaub, irgendwo in Holland an der See. Keine Ahnung. Jetzt möchte ich aber doch mal schnell eine Messung machen, weil eine Koralle nicht schön steht, weil ich meine Webcam da drauf habe. Könnte ich die separat machen? Das ist möglich. Man kann separate Tests zwischendurch einschieben. Dann könnte ich also den Nachbarn anweisen, pass mal auf, guck mal nach, das stimmt irgendwas nicht, der KH ist ein bisschen abgerutscht. Vielleicht keine Flüssigkeit, ein Schlauch verstopft oder sonst was. ZB. Also wenn die Pumpe dann dementsprechend dran ist, kann man im Endeffekt ja auch hingehen und sagen, okay, ich dosiere jetzt vom manuell nach. Ja, aber wenn es nicht kombiniert ist. Aber wenn es die nicht gerade macht, warum auch immer, weil man das nicht sieht, das ist was verstopft oder so, oder die Flüssigkeit leer, keine Ahnung. Ja. Dann hätte man die Möglichkeit zu sagen, so Nachbar, mach mal und guck mal. Ne? Theoretisch ist das eine gute Sache, ja. Finde ich gut. Gut. Gehen wir dann mal ans Auspacken und gucken mal, was uns die 580 Euro da so gebracht haben. Dann schauen wir mal rein. Ne? Halt du mal fest, ich nehme den hier. So,
Ja, genau. Raus damit. Raus damit mit dem Jungen. Den brauchen wir nicht mehr. So, so sieht der Karton von vorne aus, wenn man aufmacht. Mhm. Was ich gerade noch dazu sagen muss, der GH-Keeper ist gesponsert von Dreamlight Coals. Ja. Ein herzliches Dankeschön daran an den Sven. Alles andere ist dazu gekauft. Schau mal, ist aber ne, nur zur Info, damit ihr wisst, was sagt, was Phase ist hier, warum, weshalb, wieso. Kleine Übersicht in Polnisch und Englisch. Ja, schnelle Anleitung, ne? Brauchen wir so nicht. Dann nehmen wir den mal raus. Ja. Einfach so raus. Oh, sieht also wirklich, fühlt sich toll an, das Gerät. Das ist auch richtig schwer. Ja, das hat Gewicht. Also ich habe dir ja vorhin schon mal eingehend gesagt, ich sage, der ist aber schnuckelig. Ja. Dann habe ich den hochgehoben, ich denke, da ist aber was drin, ne? Also, da ist schon was verbaut. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den jetzt hier so angucke, der hat so ein kleines bisschen, ja, so den Charakter eines Sicherungskastens. Das habe ich auch im ersten Moment gedacht. So ein Mini-Sicherungskasten. Ja, ja, kann man ja im Prinzip auch so sagen. Das ist der Sicherungskasten für unser KH. Richtig, genau. So, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Dann haben wir noch ein Tütchen hier mit einem kleinen Magneten. Da sind auch noch Ersatzteile bei gewesen. Der Magnet ist dafür da. Wir haben hier auf der Seite, da ist so ein kleiner Aufkleber, Reset. Da kommt der Magnet dran. Da kann ich dann dementsprechend das Gerät auf Werkseinstellung nur mit diesem Magneten auf Werkseinstellung zurücksetzen. Nee, das ist hochklappen. Okay, alles klar. Messeinheiten. Ah, da haben wir es, da haben wir es. Da sind die Ersatzteile und noch ein Magnet. Netzteil hast du hier. Ja. Oh, ein einfaches Netzteil. Okay, nichts Besonderes. Zwei Messzylinder. Die hast du auch schon getestet. Ja, die habe ich drüben für die Dosierpumpe, die ich schon installiert habe. Ja, ja. Und dann haben wir noch unsere Schlauchpakete. Das ist einmal fürs Aquarienwasser. Da ist auch ein Wasserfilter mit dran. Ach, da haben wir einen Filter dran. Okay, ja, damit wir keine Sedimente und so weiter. Genau. Und dann haben wir noch zwei verschiedene. Einmal fürs Abwasser und einmal für die Testflüssigkeit. Die sind auch jetzt schon ein bisschen kürzer. Die habe ich schon eingekürzt, weil ich die schon auf meinen Schrank zugeschnitten habe. Grundsätzlich wichtig ist, solltet ihr im laufenden Betrieb meinen, ihr müsst irgendwas umbauen, Schläuche kürzen oder ähnliches, müssen die Geräte grundsätzlich neu kalibriert werden. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Ja gut, ist ja logisch. Wenn ich jetzt den Schlauch länger mache, dann habe ich eine andere Menge drin im Schlauch. Wasser- oder Flüssigkeitsmenge. Also muss ich das ja wieder neu einstellen. Muss er ja wissen. Ne? Ja. Das Gerät bzw. die Pumpen merken das auch. Ich habe eben die Dosierpumpe kalibriert. Ja. Bzw. wollte ich kalibrieren und dann hat man die Option System befüllen. Ich hatte normales Wasser, die Schläuche waren noch komplett leer und dann bin ich hingegangen, System befüllen. Der hat angezogen. Bis hinten aus dem Schlauch tatsächlich zwei, drei Tropfen rausgegangen sind. Okay. Und dann hat er aufgehört. Das hat die Pumpe gemerkt. Ich weiß nicht, wie es geht, keine Ahnung. Das ist für mich. Ich denke mal, die Flüssigkeitmenge hast du ja eingestellt. Ne? Weil einmal kalibriert ist, wenn er, dann weiß er genau, so und so viel Flüssigkeit ist in dem Schlauch jetzt drin. Plus das, was in der Pumpe ist und was er ansaugen muss. Aber ich habe die Schlauchlänge gekürzt. Und trotzdem hat er es gemerkt. Trotzdem hat er es gemerkt. Das ist interessant. Das ist ja das, was ich nicht ganz verstanden habe. Aber okay, das ist Technik, die begeistert. Ja, aber das müsste man ja mal rausfinden. Das wäre nochmal interessant. Werden wir sehen. So, genau. Dann machen wir das Gerät mal auf. So schaut es hier innen aus. Wir haben hier auf der Seite einmal die Beschriftung für die Anschlüsse hier. 1, 2, 3. Das ist einmal von oben nach unten ist es das Aquarienwasser. Dann haben wir die Reagenz und den Anschluss fürs Abwasser. Okay. So. Die entsprechenden Anschlüsse haben wir hier. Hier haben wir auch den Stromanschluss. Dann haben wir hier unsere Pumpen. Das ist dann hier einmal die Pumpe fürs Aquarienwasser. Das ist die Pumpe fürs Abwasser. Und hier haben wir die Tetria-Pumpe. Alle drei müssen gleich noch eingestellt und justiert werden, genauso wie die pH-Sonde. Bei der pH-Sonde ist es wichtig, dass die vorgebraucht, das habe ich eben auch schon gemacht, deshalb war das auch nicht mehr alles original verpackt, 30 Minuten gewässert wird. Wenn die längere Zeit nicht gebraucht wird, sollte sie 30 Minuten lang gewässert werden, damit das mit den Tests auch geht. Das Gerät ist auch so, haben sie auch in der Beschreibung geschrieben, je länger man es braucht, desto genauer wird es, desto exakter werden die Dinge. Also das wird sich erstmal noch ein bisschen einspielen müssen. Ich habe heute bei mir am Becken jetzt eben gemessen, da ist jetzt ein KH-Wert im Moment eingestellt von 7,5. Wir werden sehen, ob das Gerät das auch kann. Ja, super. Das sieht auch gut aus. Also toll verarbeitet, finde ich.
Ja, das ist macht einen wertigen Eindruck. Auch die Pümpchen finde ich sehr gut. Vor allem, dass man sehen kann, wie die drin arbeiten, auch noch durchsichtig ist, finde ich auch gut. Ja, wir haben hinten drin ist noch eine LED eingearbeitet, die mir dann unter anderem auch zeigt, ob die Messung okay war, ob die Messung falsch war. Gut, was hier unten auch drin ist, blende ich euch auch noch mal kurz ein. Da unten ist ein kleiner Rührfisch drin, der dann nachher bei der Messung dafür sorgt, dass das Aquarienwasser mit der Reagenz vermischt wird und dass die Messung dann vernünftig läuft. Muss ja auch, genau. Richtig. Auf den sollte man übrigens achten. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz kleines Ding, den haben sie auch. Sehe schon, ja, der ist wie so ein wie heißt das nochmal? Die Tret? Nee, Quatsch. Tic-Tac. Ja, Tic-Tac, genau. Genau. Magnetisches Tic-Tac. Magnetischer Tic-Tac. Gut, dann würde ich mal sagen, wir bauen das Ganze mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So Leute, wir haben da mal ein kleines bisschen was aufgebaut. Einmal hier die von mir schon vorgemischte Reagenz. Wie gesagt, der eine Liter ergibt 10 Liter und das sind jetzt hier zwei. Die habe ich jetzt dementsprechend abgefüllt. Das ist ein vorbereiteter Kanister. Dann habe ich hier einen Kanister für das Abwasser und erstmal Aquarienwasser zum Messen. Was ich eben vergessen habe, auch zu erwähnen, ist natürlich, wir müssen die pH-Sonde nachher gleich kalibrieren. Da gibt es entsprechende Pülverchen für. Die werden mit 250 ml Osmosewasser vermischt. Das gibt dann die entsprechende Kalibrierungslösung. Man kann aber auch handelsübliche Kalibrierungslösungen benutzen, steht auch in der Bedienungsanleitung so drin, sollte natürlich den gleichen Wert haben, also sprich pH 4 und pH 7. Die werde ich jetzt gleich benutzen, weil ich die hier noch nicht anmischen will. Ich will die erst komplett aufbrauchen, ich hatte keine 250 ml Behälter mehr. Ja. Also habe ich mir die erstmal bestellt, brauche die auf und wenn die aufgebraucht sind, dann mische ich neu an. Ja. Also dann schließe ich mal die Schläuche an, würde ich gut, sagen. Gut, genau. Fangen wir mal an. Das ist jetzt der fürs Aquariumwasser. Der wird hier oben angeschlossen. Ja. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Das ist so ein Drehverschluss, ein leichter. Nicht zu stark anziehen. Es sollte zwar fest sein. Sonst dreht sich der Innenanschluss nämlich genau, mit. Genau, dreht sich dann mit, wenn man beim Lösen. Sonst hätte ich nämlich nachher das Problem, dass das hier mehr sich mitdreht. So, dann haben wir den oberen. So, dann ist das hier für die Reagenz. Flüssigkeit, für die Reagenz. Ja, der ist dann der da drunter. Das ist dann auch hier nochmal kurz beschrieben. Ja, da kann man es sehen. Ich stelle es mal so hin. So, da das gleiche Spiel. Auch wieder vorsichtig draufdrehen. Und dann haben wir nochmal unten das Abwasser. Da müssen wir auch einen Schlauch dran haben. Ja. Den setzen wir unten dran. Du hast schon die Gläschen vorbereitet. Ja. Perfekt. Jeweils. So, wen darf ich dir als erstes geben wegen Schlauch? Einmal die Reagenz. So, dann fangen wir mit der Reagenz an. Das wäre der mittlere sozusagen. Genau. Dann hast du den. Den können wir hier so reinstecken. Ja. Den tue ich hier einfach hier so rein. Den packst du rein. In der Beschreibung steht drin, dass bei der Erstbefüllung bzw. beim Befüllen selber und beim laufenden Betrieb der Filter ins Wasser eingetaucht werden soll. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich vermute mal, weiß ich nicht hundertprozentig, wenn ihr da genau wisst, was damit gemeint sein sollte. Mit dieser, die blende ich euch auch nochmal ein, die Passage. Ich gehe davon aus, dass der Filter auf gleicher Höhe oder etwas unterhalb des Wasserspiegels sein soll. Ja. Das hat was wahrscheinlich mit dem Druck zu tun. Werde ich mal so installieren, machen wir hier auch. Also sprich, Filter liegt ja jetzt unterhalb, damit das dann dementsprechend auch passt. Richtig. Und dann haben wir noch das Abwasser. Das Abwasser hier oben rein. Den gebe ich dir mal hier oben durch. Ich habe jetzt hier leicht gewurschtelt. Und schon fängt das Chaos an. Genau. Absolut, genau, friemeln den mal rein. Dann. Einfach hier hoch rein. Ja, und dann ja, können wir im Prinzip schon fast anfangen. Wir müssen das Gerät natürlich noch erstmal aktivieren und in unser WLAN einbinden. Dabei ist es, wie lästig es auch immer wieder ist heutzutage, das gleiche Spiel wie mit allen WLAN-Geräten im Moment. Es arbeitet auf 2,4 GHz. Das heißt, an einem Router das 5 GHz Netz ausschalten und dann können wir hier dementsprechend uns vernünftig verbinden. So, könntest du unten mal bitte den Strom einschalten? Das kann ich. Ich mache dann jetzt hier mal die Kamera mit an. Ach, vielleicht noch eins noch wichtig. Mach mal. Zum 2,4 GHz. Wenn das eingebunden ist, das Gerät, kann man später natürlich wieder umschalten, dass man sagt, ich mache wieder auf das 5 GHz, dass ich beide Netze habe. Das habe ich zu Hause mit anderen Geräten auch so gemacht, dann funktioniert das. Ist nur bei der Erstinstallation, in den meisten Fällen muss man da einmal kurz umschalten, am Router rein und auf 2,4 GHz einschalten. Genau. So, ich denke mal, das Gerät ist jetzt gleich hochgefahren. Dann wird
das Gerät selber produziert jetzt erstmal ein eigenes WLAN. Das heißt, dieses eigene WLAN muss ich jetzt erstmal suchen. Das ist in der Regel RFD und dann gibt es eine Seriennummer. Sieht man dann hier im Endeffekt auch. Jetzt habe ich das Problem, weiß ich nicht. jetzt weiß ich nicht, was ich gerade jetzt... Moment. Das ist die 80 am Ende. Das obere ist die Dosierpumpe, wie ihr seht. Das heißt, ich muss den unteren nehmen. So, jetzt fragt er nach dem Passwort. Das ist Reef Factory. Alles klein geschrieben. Verbinden. Dann müssen wir kurz warten. Der sucht ihn ja jetzt auch. So, es ist verbunden und dann geht es über den Browser weiter. Nicht über die App. Die App machen wir erst später. So, jetzt muss ich in die Bedienungsanleitung gucken, was wie der sich da. Momento. Schlecht vorbereitet, wie man sieht. Ganz schlecht vorbereitet. Das geht gar nicht hier. Ach Quatsch. Da steht's. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Ja, das wäre der Preis gewesen. Genau. www.khkeeper.io. Ob der in Ordnung ist, weiß ich noch nicht. IO könnte sein für. Also. Ist das vielleicht für Apple? Nee, das ist allgemein. Ach so, okay. Ach so, ja, übrigens, das Gerät kann mit Apple verbunden werden, also mit den Apple-Geräten oder auch mit normalen Android-Geräten. Das ist auch nochmal zu sagen, ganz wichtig. Also, ich muss jetzt nicht nur ein Apple-Phone haben, ja, sondern ich kann das auch mit normalen Android-Phones auch machen und anderen Android-Geräten, Tablets etc. Somit hat man da die beste Möglichkeit. Ne? So, das nächste ist jetzt hier, wir wählen uns die Sprache aus. Perfekt. Dann gehen wir auf Weiter. Dann konfigurieren wir unseren entsprechenden Bereich, den wir haben wollen, also sprich von bis. Und ich möchte den zwischen 7,3 und ne, das ist ein bisschen 7,5. Ne, 7,7, zwischen 7,3 und 7, Moment. 7,31, nein. So, ist ein kleines bisschen tricky auf dem Pad. So, jetzt fragt er nach dem entsprechenden Netzwerk, wo er rein soll. Und da muss ich jetzt mal eben kurz unterbrechen. So, jetzt habe ich mir das Passwort rauskopiert, kann es einsetzen. Seht ihr es? Natürlich nicht. Und dann wird das Gerät... Ich bin aber zeugig. Ja, dementsprechend eingebunden. So. Verbindung mit der IP-Adresse ist hergeschlossen. Wir gehen unten auf Weiter. Und jetzt wollen die meine Daten hier haben, um mich bei nicht 75, 74. Nein. Mail.com. Und Passwort wird hoffentlich ausgeblendet jetzt bei der Bildschirmaufnahme. Achso, wie man jetzt vielleicht auch erkennen kann, ich habe hier unten die Beleuchtung, dass man sehen kann hier, was hier passiert mit dem Flüssigkeitsstand und so weiter, wie der die Messung macht. Also das habe ich jetzt auch hier. Aber vorhin konnte man das natürlich nicht sehen, weil noch kein Strom drauf war. Also ist auch mal ganz wichtig zu sehen. Also im Unterschrank muss ich nicht unbedingt Licht anmachen. Ich habe hier eine Kontrollleuchte drin. Ne? So, jetzt haben wir das Gerät hier eingebunden. Perfekt. Jetzt können wir im Prinzip, wir können jetzt direkt auf dem Gerät arbeiten oder wir können jetzt wieder zur App gehen. Ich bin dafür, dass wir in die App reingehen. Das ist meist einfacher, ne? Ja. Ja, sehe ich auch so. Dann gehen wir hier raus. Dann wähle ich wieder mein direktes Netzwerk an. Gehst du? Und wir springen in die App. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Da oben steht der KH-Keeper. Mhm. Und ja, okay, eben bei der. Machen wir das jetzt mal zurück und das ist jetzt die Oberfläche. So, was wir jetzt natürlich jetzt noch nicht haben, ja, ist die Kalibrierung und das ist das, was jetzt ein kleines bisschen Arbeit ist im Endeffekt. Da können wir uns aussuchen, was kalibriert werden soll. Die pH-Sonde, also sprich pH-Probe, ist, damit ist die Sonde gemeint, das Aquarium, die Aquarienpumpe oder die Reagenzpumpe. So, die Abwasserpumpe brauchen wir nicht kalibrieren, scheint so. Ja,
macht ja auch keinen Sinn. Ja, die pumpt wahrscheinlich so lange, bis du nichts mehr hast. Vermute genau. Ich mal. Ja, die macht dann leer. Ne? Gut, fangen wir mit der pH-Probe an. So, prüfen Sie die Genauigkeit. Wir wollen das Ganze einleiten und da wird uns jetzt gesagt, dass wir das Ganze in eine pH-Flüssigkeit 4, das ist die 7, die packen wir mal erstmal auf Seite. Grundsätzlich gilt, wenn es einmal benutzt wurde, ist das Abfall. Das heißt also nicht wieder zurückgießen. Das verändert sich. Das verwässert sich im Endeffekt und das verfälscht im Prinzip die Messung. Korrekt. So, immer so viel reinpacken, dass wir dann unten, dass die Sonde komplett unten eintauchen kann. Ja, die muss komplett benetzt sein, das ist immer wichtig. Dann nehmen wir das Glas ein kleines bisschen vor. Wir können die dann hier rausziehen. So, da ist jetzt noch ein bisschen Wasser dran. Das muss ich jetzt mal eben ein kleines Zebra holen, was nicht hier ist. Da hinten nichts. Ich würde ja jetzt sagen, das ist live. Schlecht vorbereitet. Nö. So. Machen wir jetzt erstmal das Wasser weg. Das ist Osmosewasser. Moment. Ja, ich hatte gerade eben auch anderes Wasser gehabt. Ach so. Das ist Salzwasser drin. Ja, die 30 Minuten, um die pH-Sonde zu wässern. Zu wässern. Korrekt. So. Was war jetzt? Ich glaube, Rot war 4. Genau. Also ab in die Flüssigkeit. Man fängt meistens immer erst mit der tieferen pH-Flüssigkeit an. Oder man man fängt immer mit der niedrigen an. Und dann später geht man auf die höhere, damit man diesen Messbereich genau dann nachher auch hinbekommt. Genau. Sonst kann die Sonde das nicht messen. Das Ganze läuft jetzt eine Minute. Ja. Und nach der Minute sagt er uns dann, wenn das okay ist. Gut. So, 5 Sekunden vor Schluss. Wir haben einen kurzen Schnitt gemacht. Und da steht jetzt okay. Da steht jetzt, dass ich das Ganze entfernen soll. Die Sonde soll gereinigt werden. Und das Ganze in die pH 7 rein. So, dann wieder auf OK. 60 Sekunden laufen und wir machen einen kurzen Schnitt. So, wieder bei 6 Sekunden eingeschlagen und dann gucken wir mal. Dann bist du gleich noch 0. Okay. Die Sonde ist jetzt kalibriert. Einmal wieder auf. Reinigen das Ganze. Perfekt. Trocken machen. Und dann kann das auch schon wieder weg. Wieder rein. Und ganz nach hinten schieben ist wichtig. Steht auch so eine Beschreibung drin. Das hat was mit dem Rührfisch zu tun. Und dann gehen wir hier auf OK. Und jetzt ist die pH-Sonde kalibriert. Dann, nein, Moment. So, jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, prüfen Sie die Genauigkeit. So, jetzt haben wir das Ganze rausirrigiert. Wir gehen jetzt nochmal hin, nehmen uns die 4 und packen das Ganze jetzt nochmal rein und machen eine, das ist eine pH-Messung. Also er möchte entweder eine 4 oder eine 7 oder eine Flüssigkeit, von der man genau weiß, welche pH sie hat in dem Moment. Also die Pufferlösungen sind dann natürlich das Beste. Und wir können jetzt hier hingehen und das Ganze auslesen lassen. Und er zeigt mir jetzt hier einen pH an von 6,95. Und die Messspanne war 0,05. Genau, sollte 0,05 sein und das passt dann dementsprechend auch. Ne, Moment, das ist ja der 4er. Ne, das ist der 7er, ne? Bin ich jetzt? 7. Ich vertue mich immer mit den Farben. Okay, 6,95 hat er gemessen. Das heißt, wir liegen im Toleranzbereich von 0,05 und somit passt das auch. Jetzt haben wir es. Dann einmal spülen. Wieder einmal spülen, sauber machen. Wir könnten das gleiche jetzt auch mit der 4er machen, aber ich denke, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das wird das ähnliche Ergebnis sein. So. Wir die Toleranz von 0,05, die darf er haben. Also das ist auch eigentlich egal. Ich meine, in der Regel nimmst du die erste Kommastelle, ob ich jetzt 7,3 habe pH oder 7,25 pH habe. Ich denke auch. So, kommen wir zum Kalibrieren der
Aquarienpumpe. Und wir haben das im Vorfeld schon mal ein kleines bisschen getestet. Jetzt wissen wir im Endeffekt auch, warum in der Bedienungsanleitung drin steht, dass das hier komplett unter Wasser sein soll. Also wir sind hingegangen, haben es angeschlossen, den Schlauch, und der hat dementsprechend aufgrund der Masse hier hat er kein Wasser gezogen. Dann sind wir hingegangen und haben, das lässt sich aufschrauben, haben hier Wasser reingefüllt, unter Wasser wieder zugemacht, das Ganze hier drin gelassen und haben dann dementsprechend das System befüllen lassen, so wie jetzt. Ja, ihr seht, hier unten ist schon Wasser drin. Und dann fängt er an, das Wasser hier rauszuziehen. Wichtig an der Sache ist, dass ihr das senkrecht haltet. Hier geht jetzt nämlich auch Luft raus. Da war noch Luft drin. Die muss komplett aus dem System raus sein. Ja, vielleicht ganz wichtig, auch, haben wir auch vorhin gemerkt, der Verschluss muss komplett dicht sein. Nochmal prüfen, dass genau. Er nicht Nebenluft zieht. Das ist nämlich uns vorhin auch passiert. Wir haben uns gewundert, warum geht die ganze Luft nicht raus. Sie kam nämlich nur noch hier und da nicht mehr. Und dann muss es anschließend so installiert werden, dass es nach Möglichkeit unter der Wasseroberfläche hängt. Genau, genau. Damit der Druck nicht zu groß ist. Gut, richtig. Jetzt haben wir jetzt erstmal das Ganze jetzt hier. Moment, jetzt brauche ich einen anderen Behälter, wo ich das Wasser hier erstmal abkippen kann. Weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt was. Jetzt müssen wir nämlich gleich gucken, wie viel die Pumpe gefördert hat. Perfekt. Die Schläuche. So. Das tun wir, die tun wir auf Seite. So, und dann starten wir jetzt die Kalibrierung, also sprich Kalibrierung einleiten. Und die Pumpe läuft jetzt 60 Sekunden lang. Und anschließend sollen wir die Menge des Wassers, die dann hier angezeigt wird, ablesen, beziehungsweise wir können dann hingehen und mit diesem Messzylinder das Wasser umschütten und können dann genau ablesen, wie viel drin ist. Und diese Menge, die wir dann abgelesen haben, wird dann anschließend eingetragen und somit wäre die Pumpe dann kalibriert. Übrigens, das ist jetzt das Aquariumwasser, das können wir wieder zurückkippen, das ist keine Pufferlösung, in dem Fall genau. Wir das. Hier läuft jetzt kein Timer mit. Jetzt weiß ich, müssen wir nicht, wie lange die Pumpe noch pumpt. Das macht er automatisch, ne? Dann hört er irgendwann der hört auf. Ja, der hört nach 60 Sekunden auf und dann können wir das Ganze abkippen, hier in den Messzylinder rein, ablesen. Perfekt. Und dann können wir den entsprechenden Wert eintragen. 60 Sekunden sind lang, ne? Die können lange sein. So, wir sehen jetzt hier, das ist etwas über 20, 25 Milliliter circa, aber wir wollen es ja genau wissen. Also, gut. Dann haben wir hier den Ausguss vorne dran. Ist ein kleines bisschen umständlich, aber es geht. Na komm, da ist noch ein Tropfen drin. Ja, ein bisschen ist noch. Ah, der wird es auch nicht bringen. So. Und wir haben ja, 21, 22 Milliliter, das stellen wir so mal gerade ab, 22 Milliliter. Perfekt. Die hat also jetzt 22 gefördert, diese 22 tragen wir jetzt ein, gehen auf OK. Und wir könnten jetzt nochmal hingehen, noch eine zweite Überprüfung machen, genauso wie mit der pH-Sonde, prüfen der Genauigkeit, lassen wir jetzt erstmal raus, sonst zieht sich das Ganze hier noch in die Länge. Einmal zurück. So, dann gehen wir jetzt zurück und machen die Reagenzpumpe. So, zum Kalibrieren der Reagenzpumpe, das gleiche Spiel auch. Haben wir gerade auch schon mal durchprobiert. Das System befüllen funktioniert hier ohne Probleme. Mhm. Es ist jetzt befüllt und wir können mit der Kalibrierung starten. Die hört sich ein kleines bisschen anders an. Die wird jetzt auch 60 Sekunden lang die Flüssigkeit fördern und dann werden wir anschließend mit diesem Messzylinder die entsprechende Menge abmessen und dann auch wieder eintragen. Und danach ist das Gerät im Prinzip startklar. Vielleicht noch zu dem Vorfilter ist halt wichtig, weil wir ja Aquarienwasser fördern und wenn da Trübstoffe sind oder irgendwelche Schwebstoffe sind, sag ich mal, die da angezogen hat,
damit die nicht in die Messung mit reinkommen, damit das nicht verfälscht ist. Also das Ding macht schon wirklich Sinn. Das kennt man auch bei einigen Tests, bei PO4-Tests, das wird ja öfters gemacht, ja. Bei den Titrationstesten, dass man Vorfiltern nimmt. Ja. Das ist schon eine gute Sache. Der ist auch zu reinigen, man kann ihn auseinandernehmen, man kann das Innenteil rausnehmen, reinigen mit Osmosewasser oder so gegenspülen, anschließend wieder reinpacken, dann muss man halt auch wieder das System vernünftig befüllen, sprich unter Wasser das Ganze zusammenbauen, die Luft aus dem System komplett rausziehen. Und dann ist das Gerät auch wieder einsatzbereit. Genau. Und hier ist es jetzt halt einfacher, weil wir keinen Vorfilter nicht zu haben. Da ist kein Druck dagegen. So. Fertig. Ich halte fest. Ja, und du darfst dann mal vorsichtig schütten. So, ich halte das Kabel noch. Ja, wir haben hier einen Versuchaufbau. Sieht gut aus. Ja, theoretisch ist es noch mal drin, dann gucken wir das. Gut, dann machen wir den letzten Tröpfchen auch noch. Nö. Nö? Ausfliegen? Nö, bumm. So, das sind 6, ich setze auch hier oben drauf. Ne? Ja. Das sind Einheiten 2, 4, 6. Da sind wir 2 Einheiten. Also 2, 4, 6, 6,6. Genau. 6,6 hat er gefördert. 6,6 mm. Das geben wir jetzt dementsprechend so ein. Gucken, ob er das Komma oder einen Punkt will. So. Und somit wäre das Ganze, wir können das jetzt auch wieder überprüfen, wenn wir das wollen. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es passt. Die Pumpen, so eine Kalibrierung sollte sowieso nach einer Woche, nach der ersten Betriebnahme sowieso nochmal durchgeführt werden. Ihr seht, ihr müsst im Endeffekt hingehen und das Gerät tatsächlich dann dafür von der Wand nehmen. Weil das Glas ausbauen ist in dem relativ schwierig. Habe ich vorhin auch gesehen, da hatte ich dich ja gefragt, warum nimmst du das nicht raus? Aber das ist halt, weil ich die Röhrchen habe, ich muss die ganze Halterung abmontieren. Also das ist schon sehr fummelig. Dann würde ich das lieber so machen, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Mach mal kurz einen Versuchsaufbau und dann kann man das vernünftig einstellen. Gut, dann können wir jetzt zurückgehen. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. So, gehen wir mal jetzt noch ein kleines bisschen auf die App ein. Ich glaube, ja, Aufnahme läuft immer noch. Muss ich gleich noch schneiden. Wir haben jetzt das Gerät im Prinzip betriebsbereit. Wir haben die Kalibrierung durchgeführt. Ja. Wir haben jetzt hier unten noch unter Messungen haben wir noch Einstellungsmöglichkeiten. Einmal das untere ist die Menge der Reagenz, die ich in dem Behälter habe. Die sollte ich einstellen. Ich habe jetzt hier 2 Liter, also 2000 Milliliter eingeben. Und also macht er einen Alarm, wenn dann der nicht mehr genug Reagenzflüssigkeit ist, du musst nachschauen. Du kannst es im Prinzip sehen, ja genau. Also macht er auf dem Handy, zeigt er das. Ja. Genau. Dann haben wir zum Beispiel den Messintervall. Ich möchte gerne dreimal am Tag eine Messung haben. Mhm. Ich kann mir hier aber auch aussuchen, alle 4 Stunden, alle 2 Stunden oder jede Stunde, wer es dann mag. Dementsprechend, wenn ich jetzt hingehe zum Beispiel und jede Stunde messe. Eben hat er 67 Tage bei 3 Messungen für diese 2 Liter angezeigt. Jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt zeigt er uns unten an 11 Tage. Das heißt also, wenn ich jede Stunde messen würde, was in meinen Augen Schwachsinn wäre, aber okay. Also in der Regel, ich würde mal sagen, die meisten werden wahrscheinlich hingehen 1 bis 3 Messungen pro Tag. Genau. Das reicht eigentlich auch. Ne? Haben wir halt die Möglichkeit, jetzt hier hinzugehen und zu sehen, wie lange ich tatsächlich mit meiner Reagenz hinkomme. Genau. Ich gehe auf 8 Stunden, das heißt also 3 Messungen über den gesamten Tag verteilt. Ja. Und er zeigt mir jetzt unten an, ich komme 67 Tage mit diesen 2 Litern hin. Ja. So, wenn ich das jetzt hochrechne, ich bin gerade schlecht im Kopf, mal 5. So, mal 5, weil wir haben ja noch 8 Liter unten. Ah ja, okay. Ja, das heißt. Kommst du den ganzen Arsch mit? Ich blende euch den Wert ein. Genau. So, dann haben wir die. Du kommst fast ein Jahr mit hin. Theoretisch schon. Grob so über den Daumen jetzt mal, grob Überschlag gerade gerechnet. Ich bin noch nicht. Doch, bei 67 waren wir. Wir haben 365 Tage im Jahr. Wenn ich jetzt sage, so, ich nehme jetzt 35 Meter, dann bin ich ja bei 5 mal 35. Ne, dann habe ich das ja schon. So. Steht unten. Ja, also ich sag mal, ein bisschen Tage würde man hinkommen. Dafür 50 Euro für die Reagenz ist okay. So, dann haben wir die Möglichkeit noch zu sagen, jetzt messen. Und das werden wir jetzt einleiten. So, wir haben das Ganze jetzt schon mal im Vorfeld einmal durchlaufen lassen, damit wir auch wissen, wie es abläuft. Ihr seht hier, ist rot angezeigt. Rot bedeutet, dass die Messung außerhalb des Bereiches ist. Ich bin gerade am gucken, Aufnahme läuft immer noch. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr schneiden nachher.
Die Messung geht, glaube ich, so knapp über 10 Minuten. Ich gehe noch mal kurz auf ein paar Kleinigkeiten ein hier in der App selber. Wir haben oben die Möglichkeit zu korrigieren. Das heißt, wenn ich eine Messung hier gemacht habe, einen Wert X rausbekommen habe, wie jetzt zum Beispiel die 8,34, und ich hundertprozentig weiß, mit einem anderen Messverfahren, das ist aber eine 8,0, meinetwegen, dann kann ich hingehen und sagen, deine 8,3, machen wir jetzt eine 8,0 draus. Das könnte man korrigieren. Sollte man aber grundsätzlich nur machen, wenn man weiß, dass diese Messung oder diese Reagenz, womit man gearbeitet hat, oder dieser Test hundertprozentig passt. Am besten seinen Tröpfchentest vorher auch nochmal kalibrieren. Genau. Ja, überprüfen mit einer Reagenz. Mit einer Reagenz, genau, mit einem Referenz. Dann haben wir hier die Messgenauigkeit, die eingestellt werden kann. Wir können einstellen Return Water. Das ist die Möglichkeit, dass das Wasser, was jetzt hier gebraucht wurde, inklusive der Reagenz, wieder zurückgeführt wird ins Aquarium. Ich habe da einiges schon drüber gelesen im Netz. Und zwar, es wird versucht herauszufinden, ob diese Reagenz schädlich fürs Wasser ist oder nicht. Sie soll ja angeblich nicht schädlich sein, weil ansonsten wäre diese Funktion kontraproduktiv. Da habe ich gerade darüber philosophiert, weil das mir für mich erstmal im ersten Moment unlogisch ist, Wasser mit einer Reagenz, sag ich mal, zurückzufördern. Aber so wie es aussieht, haben die das so hingekriegt, dass es nicht schädlich ist, weil der Grund ist deswegen, wenn ich jetzt nur mal rausnehmen würde und das in den Abfallbehälter pumpen würde, würde ich ja meinen Salzgehalt senken, weil ich fördere nämlich dann wieder Osmosewasser zu. Genau. Also ich würde mein Becken damit aussüßen. Das würde jetzt, sag ich mal, bei drei Messungen bei einem 600 Liter Becken noch nicht viel ausmachen am Tag. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, 12 Messungen am Tag, 12 Messungen mache alle 2 Stunden, ja und ich habe vielleicht ein kleineres Becken, 150 Liter, ja. Also das merkst du deutlich. Das geht dann ruckzuck. Ja. Genau, und ja. Dann müsste ich ja im Osmosewasser im Grunde genommen, ich müsste eine Möglichkeit haben, dann dementsprechend den Salzgehalt wieder zu erhöhen. Also sprich, das, was ich an Wasser rausgenommen habe, müsste über eine andere Dosierpumpe, über eine Mengendosierpumpe wieder zugeführt werden, damit der Salzgehalt bleibt. Also wie gesagt, das Rückführen dieses Wassers mit der Reagenz sehe ich selber noch als kontraproduktiv an. Aber da sind einige Leute dran im Netz, das habe ich schon gesehen, dass das dementsprechend mit einer ICP überprüft wird, ob das passt. Also die Funktion ist ja nicht umsonst da, also die müssen sich ja da was bei gedacht haben. Also sprich, das ist halt auch... Wenn ich mit dem KH-Keeper mir mein Becken schrotte, weil er da, sage ich mal, die Reagenz fördert, würde nicht viel Sinn machen. Dann macht er nämlich irgendwann... Dann haben wir die Möglichkeit, das Licht hier ein- und auszuschalten. Wer es nicht braucht, also wenn das Ding tatsächlich im Schrank verbaut ist, dann muss ich nicht unbedingt das Licht dafür anhören. Also ich kann es ausschalten, dann macht ihr die Messung so, wie ihr braucht. Hast du das Ding irgendwo installiert, wo es optisch sichtbar ist, dann ist das natürlich sehr... Vorteil hat, wenn er eine Messung gemacht hat, man nicht direkt die App im Auge hat, dann sieht man über das Licht, dass die Messung außerhalb des Bereiches ist, den man vordefiniert hat. So, dann haben wir hier noch zum Schluss den Mix Speed, also sprich die unten den Rührfisch, der steht hier auf Medium. Wir haben also eben bei der Messung gemerkt, der dreht mal was langsamer, der dreht mal was schneller. Sieht danach aus, dass man den noch ein kleines bisschen schneller, also eben ist das Ding schon abgegangen wie Sau. Das kann man auch noch ändern. Wir machen das jetzt mal im Prinzip so, wir lassen die Messung jetzt mal laufen, lassen das Ganze in Zeitraffer laufen.
Ja, Leute, wir haben das Gerät arbeiten lassen und sind auf einem relativ hohen Wert für mich rausgekommen. Also ich werde das definitiv nochmal gegenchecken müssen. Erste Messung war bei 8,36 oder so. So in den Dreh. Ja. Und wir haben eine 8,45 jetzt. Es liegt im Endeffekt daran, auf die Messung muss man jetzt erstmal nicht hundertprozentig drauf eingehen, weil das Gerät im Laufe der Zeit immer genauer wird. Es muss sich jetzt erstmal einlaufen, es muss nochmal auch überprüft werden, dass man nochmal hingeht und die verschiedenen Flüssigkeiten nochmal auslittert, weil die Pumpen müssen sich ja auch erst vernünftig einlaufen. Also man sollte die ersten Tests nicht zu dramatisch sehen. Sicher auch so. Also eine 8,4 ist schon ja, sportlich für mein Becken. Normalerweise fahre ich eigentlich um einen DKH weiter unten. Mhm. Und ja, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ich werde das Gerät einbauen, in Betrieb nehmen. Alles in allem, die Messung hat so knapp 10 Minuten gedauert. Und ihr seht nochmal, hier ist jetzt wieder Flüssigkeit drin, damit die Sonde nicht austrocknet. Das ist ganz wichtig. Diese Flüssigkeit wird dann anschließend wieder zurück ins Becken gepumpt, durch neues Wasser ersetzt. Dann beginnt die Messung. Und ja, das ist jetzt erstmal alles dazu, was wir jetzt hier haben. Ich schalte jetzt hier nochmal eben kurz genau ein. Aber sehr interessant, muss ich sagen. Also zwei große Männer, die gespannt auf so einen Teil hier gucken und da wie die Pumpe laufen. Also das war schon, wir haben uns selber erwischt, wie wir so kleine Kinder davor gesessen haben. Aber es ist wirklich interessant, muss ich auch sagen. Dauert natürlich einiges. Mhm. Wir haben jetzt auch noch mal philosophiert darüber, gerade aktuell mit der Lösung zurückpumpen im Becken. Ich denke mal, weil es eine pH-Messung ist und er über die pH-Schwankungen den KH ermittelt und errechnet, denke ich mal, dürfte das echt kein Problem sein, weil wir haben keine Verfärbung in der Lösung, da ist nichts drin. Also da würde ich noch mal vielleicht, du hast ja noch mal mit ATI, willst du noch mal Rücksprache halten, ob die mir noch was dazu sagen können eventuell? Wir werden es erleben, ja. Ich werde noch mal Rücksprache halten. Ich werde jetzt auch im nächsten Schritt werde ich die Dosierpumpe mit einbinden, werde gucken, wie das untereinander funktioniert, ob er dann dementsprechend die Werte anpassen lässt. Das wird dann ein Folgevideo werden, wie das dann einzustellen ist, wie damit zu arbeiten ist. Ja, aber dann können wir der Community dann auch die Sicherheit geben, wenn sie es zurückpumpen lassen ins Becken, dass sie nicht einen extra Behälter mit Salzwasser hinstellen müssen und das auch nochmal separat nochmal. Wenn man dann so viele Messungen machen will, dass es notwendig wird, also jeden Tag etwas über einen halben Liter oder fast 750 Milliliter bei 12 Messungen am Tag zum Beispiel. Und die auf die Beckengröße an? Ja. Also wenn ich ein 600 Liter Becken habe und verliere 180 Milliliter, werde ich das noch nicht so schnell merken. Nach einer Woche wirst du das aber auch schon dann schon langsam messen können. Ja. Und bei einem kleinen Becken, wenn ich 150 Liter habe, jetzt nehmen wir mal dein Projektbecken, wenn du da jeden Tag 180 Milliliter raushaust und das nicht nachgefüllt wird, wird nur Osmosewasser gefüllt, da hast du aber ruckzuck mal den Salzgehalt nach unten. Definitiv. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das hier soweit gefallen. Wir sind jetzt erstmal grob über die Sachen eingegangen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, spreche ich es definitiv in der nächsten Folge an. Also sprich, wenn wir die Dosierpumpe eingebunden haben, wenn ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, wie das Ganze untereinander vielleicht funktioniert. Ja. Aber alles in allem ist ein schönes Spielzeug. Definitiv. Ja, klar, kostet ein bisschen was, aber ich finde, das ist eigentlich okay. Da muss ich dann jetzt auch nochmal kurz die, ja, sag mal, Werbung raushauen. Wie gesagt, wir haben dieses Gerät hier von Dreamlight Corals gekriegt. Dafür nochmal den Daumen hoch. Ja, er hat momentan da auch noch bis Ende Februar einen Rabattcode, den ihr rauskriegen könnt, wenn ihr bei Aquameet in meiner Gruppe seid. Da ist der Rabattcode abzugreifen. 20% auf das komplette Set. Normalerweise kostet das Set mit der Flüssigkeit 729 Euro. Ja. Und dann liegt dann irgendwas bei 580, 590, so eine Drehung überschlage ich jetzt mal. Ja, 560 oder so. Ist auf jeden Fall dann in dem Moment eine richtige Preissenkung, was sich lohnen würde. Ja, man kriegt im Prinzip Dosierpumpe und Flüssigkeit für diesen Rabattcode noch on top drauf. Ja, ja, alles in allem würde ich mal sagen, haben wir da jetzt erstmal alles durch. Ja, mir hat Spaß gemacht, Daniel. Ne? Mir auch. War schön mit dir. Und euch gefällt das auch. Ja, wir werden das Ganze hier im Auge behalten, weiter berichten. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Euer Weimar. Ciao. Ciao.